Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer neuesten Folge und Action. Heute schauen wir uns Dread an. Dread ist eine Comicverfilmung aus dem Jahre 2012. In der Hauptrolle ist Carl Urban zu sehen, den man auch aus den neuesten Teilen der Star Trek-Serie kennt. Kurz zum Plot. Gibt nicht. Dread spielt in einer futuristischen Welt. Die Menschen leben in sogenannten Megacities, in riesengroßen Hochhäusern, die mehr als 50.000 Menschen beherbergen. Und eben in einem von diesem Hochhaus hat eine Gang eine neue Droge auf den Markt gebracht, nämlich Slow-Mo. Diese Droge wirkt folgendermaßen: Jeder, der sie einnimmt, lebt das Geschehen um sich herum in Zeitlupe. Das ist auch sehr schön im Film dargestellt. Man arbeitet da in den Action-Szenen auch schön mit der Zeitlupe in Verbindung mit dieser Droge. Und der Held der Geschichte, nämlich der Judge Dredd, gehört zu einer Organisation, die in dieser Welt für Recht und Ordnung sorgen will. Allerdings sind die leicht überfordert, weil es einfach viel zu viele böse Menschen gibt. Und dementsprechend nimmt er gleich die Rolle des Polizisten, des Richters und des Henkers ein. So kommt es oft vor, dass Dredd selbst das Urteil direkt vor Ort vollstreckt. Judgment Time. Storytechnisch ist da nicht mehr allzu viel zu sagen. Es ist ein typischer Actionfilm, Popcorn-Kino at its best, einfach nur Action en masse. Also meine Meinung zu dem Film ist einfach abschalten und zusehen. Denn wirklich viel dabei machen muss man nicht und nachdenken ist auch nicht unbedingt gefordert vom Zuschauer. Einfach nur genießen und wenn man einen ruhigen Abend vor dem Fernseher haben will mit viel Action, ist man bei diesem Film genau richtig. Ganz ruhig wird der Abend dann aber auch nicht vor dem Fernseher auf der Couch, weil der Film ist ab 18. Dementsprechend könnt ihr euch schon denken, die Szenen sind manchmal sehr, sehr brutal. Judgment Time. Für alle Leute, die ein kurzlebiges Action-Spektakel wollen, ist das auf jeden Fall der richtige Film für einen Abend. Und wenn man dazu noch Comic-Fan ist, wird man verwöhnt werden. Mir hat der Film im Endeffekt sehr viel Spaß gemacht. Für alle Fans von Expendables oder Matrix, zu denen ich mich zähle, ist das auf jeden Fall was. Da kann man nichts mit falsch machen. Hirn aus, Film an. Wenn ihr mehr davon sehen, von und Action sehen wollt, dann schaut auf unserem Kanal vorbei. Die Videos sind verlinkt. Und wenn ihr noch anderen Stuff sehen wollt, wie zum Beispiel Gaming oder Anime-Tipps, dann seid ihr auch bei uns richtig. Wir verabschieden uns bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Und Cut.